den internationalen Kapitalmärkten überwiegen heute die Minuszeichen. Der deutsche Aktienindex DAX liegt mit etwa 2% im Minus und notiert bei 10.500 Punkten. Auch die Ölpreise sind wieder relativ deutlich gefallen und auch die Goldnotierungen liegen leicht unter den Vortagesniveaus. Der Hintergrund ist zum einen sicher die Unsicherheit über die bevorstehende Ankündigung der Bundesregierung über möglicherweise anstehende Lockerungsmaßnahmen des Shutdowns. Zum anderen wurden aber auch neue Wachstumsprognosen für die globale Weltwirtschaft vom Internationalen Währungsfonds veröffentlicht. Man geht hier davon aus, dass das Minus in diesem Jahr bei 3% liegen wird, und zwar für die globale Wirtschaft. Und das wäre tatsächlich ein Niveau, das wir zuletzt 1929 im Zuge der großen Depression gesehen haben. In den USA würde die Wirtschaft demzufolge um knapp 6% schrumpfen, in der Eurozone um 7,5% und insgesamt würden 90% aller Staaten weltweit eine Rezession zu verzeichnen haben in 2020. Eine der wenigen Ausnahmen wäre China mit einem positiven Wachstum in Höhe von möglicherweise 1,2%. Das läge allerdings auch sehr, sehr deutlich unter den, ja, unter den vor der Krise noch erwarteten etwa 6% Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig berichtet der IWF auch, dass diese Prognosen, wie alle anderen Prognosen zurzeit auch, natürlich mit extremer Unsicherheit behaftet sind und davon abhängen, wie die Corona-Pandemie sich weiterentwickelt. Aus den USA wurden erste Quartalsergebnisse für das erste Quartal von Unternehmensseite veröffentlicht. Und der Fokus lag hier insbesondere auf zwei großen US-amerikanischen Banken, die berichtet hatten. Zum einen JP Morgan berichtet einen Gewinneinbruch im ersten Quartal um 70% auf allerdings für europäische Verhältnisse immer noch sehr, sehr gute 2,9 Milliarden US-Dollar. Der Hintergrund ist besonders interessant für diesen Gewinneinbruch. Das sind nämlich erhebliche Bildungen von Rückstellungen in Höhe von etwa 8 Milliarden US-Dollar. Und die wurden gebildet mit Blick auf die potenziell in den nächsten Monaten anstehenden Ausfällen von Unternehmenskrediten oder auch Unternehmensanleihen. Auch die zweite US-Großbank, die gestern berichtete, Wells Fargo, hat Rückstellungen in großem Volumen gebildet, in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar. Ja, und das zeigt dann auch schon die möglicherweise in den nächsten Monaten noch anstehenden negativen Nachrichten, die vor allen Dingen von Unternehmensseite kommen. Und das könnte dann auch die Grundlage sein für die heute beginnende Konsolidierung an den Aktienmärkten, die wohl in den nächsten Wochen noch weiter anhalten könnte.